Hallo und willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge haben wir hier in Aquila City dann noch die Sensoren aufgestellt und dieser Frau Keoni geholfen, da oben am Computer was zu bearbeiten. Und wir müssen jetzt 24 Stunden warten, bis sich hier wieder was ergeben hat. In der Zwischenzeit machen wir noch irgendwas anderes. Wir könnten nach Cassiopeia 2 fliegen und dort die Aufgabe erledigen für die nächste Kraft, aber das haben wir neulich erst gemacht. Wir gucken mal, sprich im Unterhaus mit Amira Wolf. Das ist nämlich auch hier in Aquila City. Und da machen wir das erstmal. So, ich bin gespannt. Ja, wir hatten hier schon mal mit den ganzen Leuten gesprochen, ist aber auch schon wieder eine Weile her. Das war, als wir das erste Mal gefunden haben, dass hier unten überhaupt noch weitergeht. Das wusste ich eine ganze Weile gar nicht. Das Unterhaus kann der Gemeinschaft nur da. Es gibt noch immer zu viele Menschen, die leiden. Und zu wenige, die helfen. Ah, wie läuft's hier? Das Wetter ist gut, also ist auch die Stimmung gut. Ah, richtig schwierig wird es für Obdachlose dann, wenn es kalt ist oder regnet. Okay, ja, hier 100 Credits für euch. Das ist eine große Hilfe für mich und die Gemeinschaft. Bald werden wir noch etwas nach dir benennen müssen. Ich brauche meine ganze Kraft, um das Unterhaus offen zu halten. Und trotzdem tue ich nicht genug. Ja, dann sag mir doch Bescheid, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Falls du das ernst meinst, ich ertrinke in Arbeit. Filburn Agriculture Systems ernährt quasi jedem im Stretch. Ah. Die Filburn-Brüder sind Heilige. Aber die letzte Intelliweed-Lieferung verspätet sich. Bald fange ich an, mir Sorgen zu machen. Kannst du Sarah Filburn fragen, was los ist? Aber sehr höflich. Nein, ich hab gedacht, mit der Sarah Filburn müssen wir nie wieder reden. Oh, ja, da hab ich ja Bock drauf. Okay, machen die Filburns das ohne Bezahlung? Wir kaufen mit einem gewaltigen Rabatt unter ihren Kosten. Ich weiß, es finden nicht alle gut, dass Henry Bier braut, aber das ist mir egal. Die ganze Familie hat sich meinen Dank verdient. Alles klar, ja, ich rede mal mit ihr. Das ist eine Riesenhilfe. Ja. Wenn du die Weizenlieferung irgendwie beschleunigen könntest, wäre das toll. Wenn du wiederkommst, habe ich noch mehr Arbeit. Gut, dann sehen wir uns nicht wieder. Nee, auf jeden Fall, das machen wir. Okay, das könnte natürlich jetzt, bin ich mal gespannt, weil wir ja für die Filburn-Familie schon so ein bisschen Schindluder mit ihrem Bier getrieben haben. Aber ich hoffe, das beeinflusst jetzt nicht diese Quest. Okay, jetzt müssen wir einmal quer durch Aquila City latschen. Guten Abend, Sir. Guten Abend, hallo. Wenn man so einmal quer durchgeht, sieht man erstmal, wie viele Gebäude das hier doch tatsächlich sind. Das war mir gar nicht. Ich dachte am Anfang halt immer, das wäre echt nur eine ganz kleine Westernstadt, aber die ist ja auch von der Fläche her nicht so groß, aber die ist recht gedrungen. Es gibt schon viele, viele Gebäude auf engem Raum hier. So, da wohnt sie, beziehungsweise die Familie. Klopf, klopf. Ich habe mich hier häufig mit Schmugglern getroffen. Das weckt Erinnerungen. Hey, ich bin's wieder. Folgendes. Ich weiß nicht, warum Weston seinen Bruder nicht ein bisschen einbremsen kann. Wie viel verlieren wir durch diesen Brauerei-Quatsch? Amira Wolf vom Unterhaus schickt mich wegen der Intelliweed-Lieferung. Ich weiß, wir sind zu spät. Es ist unendlich frustrierend. Die Kurzfassung, das landwirtschaftliche Equipment außerhalb der Mauern muss manuell neu gestartet werden. Aber die Wache kann noch tagelang niemanden schicken, der das erledigt. Wir wollen den Bedürftigen im Stretch helfen, aber die Äster sind einfach zu gefährlich, um jemanden zu schicken. Wieso geht sie nicht ganz, geh halt selber dahin und statt die Dinger neu. Statt hier 3 Stunden lang den Tisch zu polieren, bis nachher gar kein Holz mehr drauf ist. Wie lautet die lange Version die Geschichte? Jetzt bin ich doch interessiert. Die lange Version würde ewig dauern. Henry sollte die Produktion im Griff haben. Aber seine heißgeliebte neue Charge Bier ist an einem kritischen Punkt. Was auch immer das heißt.
Und die Roboter von Aldrin Wright hätten vor einem Monat überholt werden sollen. Aber er ist ganz alleine und ganz Aquila braucht ihn quasi ständig. Ob wir also sollen oder nicht, Weston und ich kümmern uns darum. So, na gut, die Lieferung ist dringend, wenn es nur um einen simplen Neustart geht. Ich vermute mal, es wird nicht bei dem simplen Neustart bleiben, dann kann ich das ja mal machen. Das würdest du tun? Ja. Wenn du das Equipment neu bootest, starte ich sofort mit der Ernte und Amira hat ihren Weizen bald. Ich rede mit meinem Mann, aber wir können die Zahlung sicher arrangieren. Du würdest ja auch unserem Geschäft helfen. Aber sei vorsichtig. Äster sind sehr gefährlich. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ach, jetzt bist du fertig. Gut, dann gehen wir mal und starten die Erntemaschinen neu. Oder was auch immer da neu gestartet werden muss. Ist das weit weg? Nee. Da können wir hinlaufen, das geht. Okay, dann sehen wir ja doch mal ihre Farm. Gab es hier hinten nicht irgendwo einen Ausgang? Ah ja, hier. Perfekt. Okay, ja, mal schauen, ob Ash da kommt. Da ist ein Roboter. Also die Teile haben wir schon mal gesehen. Von anderen Farmen. Hey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Das jetzt mal mit. Huch. Mit dem Controller hier das bisschen rumballern gegen die Ashtar. Also nicht wundern, wenn ich heute mal nicht den perfekten Aim wie sonst hab. Die Farmen sind für menschliches Personal gefährlich. Ja, ja, okay. Ich krieg das schon hin, Herr Roboter. So. Dann gucken wir doch mal. Starten wir mal das ganze Zeug neu. Versionsverlauf. Wie von Filmern gewünscht, Nitrat ergänzt. Verschiedene Sorten Testsaatgut ergänzt. Für Henrys Spezialprojekt. Brauensaatgut, okay. Vorgängerversion. Fast schon eine neue Version. Jede Menge Spezialverhalten für Henrys neue Feldtests. Und 302. Wenn mehrere Roboter gleichzeitig die Drescher-Sequenz aufgerufen haben, hat der Callback zufällige Roboter aus dem Stack gewählt. Jetzt werden sie nach dem FIFO-Prinzip gewählt. Achso, warte mal. Ah ja, hier, 301. Unmengen an Code aufgeräumt, Initialisierung der Roboter um eine Desinfektionssequenz erweitert. Hinweis, nicht vergessen, dass alles, was nach Mensch riecht, Ashtar anzieht. Ah, deswegen arbeiten nur Roboter hier draußen. Naja, cool. Die Ashtar-Angriffe waren kein Code-Problem, sondern lagen am falschen Deployment. Die Desinfektion müsste funktionieren. Ja, okay, deswegen ist sie jetzt auch nicht hier raus und hat es einfach so neu gestartet, weil hier halt die fiesen Ashtar unterwegs sind. Version 3, Klimasteuerung kalibriert, alle Beta-Blocke gefixt. Die neue Hoffnung stirbt zuletzt. So, einmal neu starten. Das war's schon. Wäre halt auch geil, wenn die Teile sich bewegen würden, ne? Diese Dinger hier. Gibt es solche großen Geräte für irgendwie Ackerbau oder ich weiß ja nicht, für Farm, kleine Farm? Gibt es genau solche, die hier sowas, also die sich so um sich selbst drehen, nenne ich es jetzt mal? Wahrscheinlich nicht so sinnvoll, oder? Im echten Leben? Das ist ja dann doch eher die großen. Also ich kenne es nur vom Landwirtschaftssimulator. Da gibt es das in genau so einer Ausführung jedenfalls nicht. ja, da hast du ja deine riesigen Erntemaschinen. Ja, das Feld ist doch auch viel zu klein dann hier, ne? Aber gut, ist halt so eine komplette Automation. Und wenn du davon mehrere hast, dann geht es wahrscheinlich auch wieder. Aber die haben ja hier bloß zwei.
So. Okay. Dann können wir ihr wieder mitteilen, dass das erledigt ist. Es waren sogar nur drei kleine Äste, aber da gab es doch auch große, oder? Oder waren das nur die kleinen? Ich habe das nicht mehr im Kopf, ey. Als wir das mit den Äste mal geklärt haben. Das war ja ganz am Anfang eine der ersten Missionen, die wir gemacht haben. Ist das ein Äste-Skelett? Naja, sieht komisch aus. Also könnte auch so eine maximal große Xenoraupe sein, aber... Der Kopf macht mich da stutzig. So. Hallo. Wird langsam spät. Wie viel Uhr ist denn? Weiß nicht. Ach so, wir sollen direkt wieder mit Amira quatschen, okay. Ja, ich dachte, wir sollten nochmal zu Sarah und ihr mitteilen, dass es erledigt ist, aber das hat sie wahrscheinlich dann schon mitbekommen. Geh nach Sonnenuntergang. Frage ich mich natürlich auch, gut, wir haben jetzt die, ich dachte, wir müssen manuell an irgendeine Maschine ran und da nochmal einen Knopf drücken, aber wir haben das Teil jetzt über den Computer neu gestartet. Wäre es dann nicht sinnvoll, so eine Remote-Verbindung zu Hause nochmal bei Familie Felburn zu haben, was so die Maschinen angeht, womit man das hätte auch ganz einfach dann lösen können? Aber dann hätten wir ja nichts zu tun. So, na gut, dann bin ich schon gespannt, was die nächste Aufgabe ist von Amira. Sie meinte, sie hat noch mehr Arbeit für uns. Da hinten kommt sie gerade. Ich bin auch gespannt, wann Mama und Papa da hinten endlich mal wieder nach Hause gehen. Die müssten doch langsam die Schnauze voll haben von den beiden Tieren. Wenn wir den Weizen nicht bald bekommen. Ja, ich habe mich drum gekümmert. Ach, wunderbar. Warum hat es denn so lange gedauert? Achso. Du schuldest mir was? Nee, auf keinen Fall. Was wichtig ist, Sarah Filburn will weiterhelfen. Es freut mich, dass die Filburns unserer Sache noch treu sind. Ich frage ungern, aber ich brauche erneut deine Hilfe. Alles beruht auf Spenden. Und unsere Spender sind zwar hilfsbereit, aber manchmal... Nun ja, nerve ich sie. Ein neues Gesicht könnte die Credits etwas lockern und mir Arbeit ersparen. Ich kann mir selbst vorstellen, es leid zu sein, dir zu helfen. Ja, das klingt so ein bisschen, als sollte man nicht mehr der Tür ins Haus fallen, oder? Es kann recht heikel sein. Wenn man zu sehr drängt, dann wenden sie sich komplett ab. Zu wenig und Menschen leiden. Der Bürgermeister, Elias Cartwright, war immer großzügig. Aber es ist schon lang her, dass er was gegeben hat. Raisha Lance ist eine ungeheuer wichtige Spenderin. Laredo ist essentiell. Die beiden sind Routine. Eher eine höfliche Erinnerung. Der letzte Kandidat ist vielleicht aussichtslos. Aber die Handelsaufsicht ist extrem reich und hat noch nie gespendet. Wenn du Duncan Lynch überredest, uns etwas zu geben, und wenn es nur ein Credit ist... Wäre das schon ein Sieg? Okay, ja, ich gebe mein Bestes, ja. Du bist eine solche Erleichterung. Wenn du damit fertig bist, komm wieder. Geht klar. Mach's gut. Duncan Lynch, ja, von der Handelsaufsicht. Mal gucken, ob wir den mit Überzeugen wieder knacken können. Halt. Ah, nee. Dachte, da oben war noch... War noch ein blauer Punkt für die Aufgabe. So. Oh, hier ist auch schön. Was hängt denn hier eigentlich dran? Das sind auch so kleine Hydrokulturen oder sowas? Die seismischen Sensoren haben noch nichts gesendet. Okay, Keone, ja. Ein paar Stunden müssen wir noch warten. Auch hier wird es langsam Nacht in Aquila. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch, was ich echt toll fände. Ich stehe ja ein bisschen drauf auf
Raytracing. Muss jetzt nicht alles Mögliche sein, was es an Raytracing-Optionen gibt. Aber was ich cool fände, wäre Global Illumination. Oh, das ist echt eine feine Technik. Die habe ich mich ganz schön verguckt, wenn das ein Spiel anbietet. Das macht so viel mehr Atmosphäre nochmal lichttechnisch. Also, ne, nicht, dass das hier nicht atmosphärisch wäre, aber das würde nochmal so einen kleinen Sprung geben. So, dann quatschen wir mal mit ihm hier. Das hier war, wer war das? Wie gesagt, sei vorsichtig. Vergiss lieber die ganze Hasanov-Sache, bevor dir noch was zustößt. Ich wünschte, mein Opa wäre noch bei uns. Es hat ihm nie gefallen, was den Hasanovs widerfahren ist. Okay, ich bin hier, um Spenden für das Unterhaus zu sammeln. Welcher Tag ist denn? Oh, ich hab's vergessen. Ich schicke meine übliche Monatsspende an Amira. Sie ist wirklich ein Wunder. Und mit dem Gebäudeprojekt, das sie und Tate planen, ist der Stretch vielleicht eines Tages Geschichte. Stammt die Spende von der Regierung oder von dir persönlich? Von mir? Anders als die UC besteuern wir unsere Bürger nicht zu Tode. Das Budget der Stadt ist sehr knapp. Also müssen die Bürger einander helfen. Okay, jo, danke schön. Ich rede später mit Amira. Ich wollte keine Probleme verursachen. Du vereitelst Banküberfälle und hilfst dem Stretch. Die Stadt dankt dir. Aufrichtig. War sehr nett, mit dir zu reden. Gleichfalls einen schönen Tag wünsche ich. So, fein. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Aber da meinte sie auch, dass zwei von weißt den drei. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten hat. Nach dem Koloniekrieg wurden viele Anlagen aufgegeben. Und dort haben die Piraten Stützpunkte eingerichtet. Überall in den besiedelten Systemen. Ah ja. Ja, zwei von den dreien, da sollte ja kein Problem sein, da die Spende nochmal, naja, nochmal dran zu erinnern. Aber Handelsaufsicht, da müssen wir unser Bestes geben. Ist sie das hier vorne? Ja, da ist sie. Die Handelsaufsicht, okay. So, schon mal Zunge lockern. Schon mal. Ich hatte eine kurze Phase, in der ich dachte, Ashtar-Jäger wäre doch ein aufregender Beruf. Eine sehr, sehr kurze Phase. Die Handelsaufsicht geht mit örtlichen Regierungen Vereinbarungen ein, von denen beide Seiten profitieren. Die Handelsaufsichtsfiliale in Aquila City ist eine der geschäftigsten in der ganzen Galaxie. Okay. So, heute mal was anderes. Ich bin hier, um Spenden für das Unterhaus zu sammeln. Die Handelsaufsicht mischt sich grundsätzlich nicht in interne Angelegenheiten ein. Wir sind in allen Regierungsangelegenheiten des Freestyle Collective und der United Colonies neutral. Ja. Okay, das ja, könnte man sagen. Du weißt, dass das nur eine miese Ausrede ist. Die Leute verhungern. Was ich aber auch ganz gut finde, ist, dem Stretch zu helfen, könnte das Image der Handelsaufsicht verbessern. Die Handelsaufsicht hat ein ganz hervorragendes Image. Vielen Dank. Ich rede nicht weiter darüber. Verdammt. Das war's schon. Na, vielleicht können wir ja der Amira einmal im Monat oder in der Woche oder wie oft das hier passiert, weiß ich nicht, wie lange eine Woche auf Aquila ist, einfach ein bisschen Geld schicken. Ich habe keine... dann komm. So, der hat wieder ein bisschen Kohle, das ist gut. Denn... Wo ist sie denn? Hey, Andrea. Und schon ist mein Tag. Ja. Ich trage gerne... So. Genau, ich hätte gern wieder... Ich bin dir so dankbar. Gleichfalls. Was führt dich zu... Gerne. So, dafür, dass du mir nicht hilfst, nehme ich mir jetzt dein Geld auf die Art und Weise. Geiziger Sack. Warte mal, war die Equinox, die ich gerade verkauft habe? Moment. Halt, das ist bei Kaufen dann drin. Die hat zwar auch nur 42 Schaden, aber...
Ach so, meine hat 55. Ach, okay, ja gut, ich dachte auch, meine hätte 42, sonst hätte ich gesagt, wenn ich die andere modde, dann wäre die stärker, aber die hat 55, besser kriege ich die andere auch nicht hin. Die hat zwar einen Perk, weil die blau ist, aber ja, auch egal. So, die bleibt. Die ist auch gar nicht so schlecht. 147 Schaden? 882 DPS. Moment. ...34 Feuerrate, Magazin 6. Die hat Magazin 12. 60, 147. Ich glaube, die schaue ich mir mal an. Die Schotti. Die habe ich bisher immer alle nur verkauft, aber da würde ich doch mal gucken, was wir da modtechnisch irgendwie machen können. Muss ich mir mal merken. Okay, habe ich noch was? Ich habe doch bestimmt noch irgendwie ein paar Minen mitgenommen. Ja, hier zwei Splitterminen. Kleidung, das ist die Laboruniform, die muss ich zu Hause mal ablegen. Sonst passt es jetzt erstmal. Achso, Moment, sorry. Ich muss noch mal kurz rein. Ressourcen hat er nur 3 da. Veryl. Aha. Gut, haben wir 14 mal, aber. Na komm, was soll's. Wir haben 50 Digi-Dietriche. So, gibt es hier eine Waffenwerkbank? Nee, hier nicht, aber wir müssen jetzt eh noch zu Laredo, dem Waffenladen. Da dürfte es ja eine Waffenbank geben. Genau, die sind hier hinten in der Ecke. Sich immer mehr Leute dem Freestar Collective anschließen, wird es dann nicht immer mehr wie die United Colonies? Jede Waffe hat die... Hier ist meine Akte. So, die Britscher wollte ich noch verkloppen, genau. Hier gibt es einfach nicht genug zu tun. Bitte sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ja, ich bin hier, um Spenden für das Unterhaus zu sammeln. Amira hat also Hilfe? Das ist gut. Sie schuftet sich noch zu Tode, wenn sie nicht aufpasst. Es ist Laredo ein großes Anliegen, den Bewohnern von Aquila City zu helfen. Ich schicke Justin mit unserer monatlichen Spende. Okay. Aha. Okay, es freut mich natürlich, aber warum ist Laredo Firearms so großzügig? Die abgedroschene Antwort wäre, aus gesellschaftlicher Verantwortung. Aber in Wahrheit, Schuldgefühle. Wer so weit aufsteigt, tja, enttäuschte, vernachlässigte Menschen, schwere Entscheidungen. Solche Spenden sind eine Art Wiedergutmachung. Aha, ich könnte vermutlich mit der Antwort noch ein bisschen mehr aus ihr rausquetschen. Freestar Ranger, der Stretch ist ein Sicherheitsproblem. Ah, ja, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Wenn wir das Unterhaus stärker unterstützen, hilft das allen. Wenn die Ranger finden, das Unterhaus braucht mehr Hilfe, dann sage ich Amira, dass Laredo seine Unterstützung gerne verstärkt. Ah, sehr Möchtest gut. du noch über etwas anderes reden? Ja, cool. Danke für den Besuch. Gut, der andere geizige Akia Sack von der Handelsaufsicht hat zwar nichts gespendet, aber dafür Laredo Firearms ein bisschen mehr. So ist denn die kleine Schotti hier. Was könnten wir denn da so ein bisschen dran bauen? Ja, komm, erstmal so ein langer Lauf. Laser? Komm, an der Serienversion ist immer was nicht ganz so richtig, oder? Distanz geht auf 27 Meter hoch, da auch. Um die Streuung von Schrotflinten zu verringern, na ja, gut. Das ist der Hüfte. Ich nehme mal das Teil, diese Mündungsbremse. So.
Taktischer Griff reduziert auch ein bisschen das Gewicht. 5 wiegt die, ey. Alter Schwede. So. In Aquila City trifft man viele Leute. Okay, 28. Oh, hier 176. Flechten. Oh, scharfe Munition. Alter Schwede, 191. Die nehme ich jetzt einfach mal. Feuerrate 72. Naja, gut, Distanz da 4 Meter, Präzision 0,2%. Mich mal den Stecherabzug, halbautomatisch, ja. Wieso ist denn in dem Fall, das verstehe ich gerade nicht. Die ist schon als halbautomatisch konfiguriert. Wenn ich auf vollautomatisch gehe, dann sinkt die Feuerrate. Ich dachte immer, die steigt bei einer Vollautomatik. Na gut, aber ich lasse die jetzt mal so. Die ist doch ganz, ganz schick geworden, oder? ...1376 DPS. Halt, jetzt haben sich gerade, als ich die gerade angelegt habe, nochmal die Werte geändert. Warum? 1400. Ach so. Wahrscheinlich erst, wenn ich eine Waffe anlege. Warum verändert sich bei der Varun-Sternscherbe? Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Meine Panzerung? Oder die der Gegner? Okay, dann wird der Perk wahrscheinlich... Ja, okay, okay. Genau, wenn ich die Weißen... Ich nehme jetzt mal so eine Weiße, die kein Perk haben. Da verändert sich kein Wert bei irgendeiner Waffe. Dann ist das wohl meine Panzerung, die jetzt draufgerechnet wird. Welchen Umrechnungsfaktor auch immer. Und macht dann nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ah ja, okay. Cool. Ach, die muss ich mit 2 Händen bedienen. Alter Schwede, okay. Die ja, halt, was steht da im Display von drin? 12 Gramm Caseless. Ha. Die Schotti. Ach so. Das ging jetzt aber als Pistole durch, oder? Oder ist die Schotti eine... Ach, das ist eine Schrotflinte. Ach, ich habe mich schon gewundert, dass da vorne die Mündungsbremse bei Schrotflinten... Naja, gut, können wir trotzdem mal probieren. Okay, ich dachte halt, weil die einfach so klein und handlich aussieht, ist eine Handfeuerwaffe, also eine Pistole, eine Handfeuerwaffenpistole. Aber gut, dann ist es mal wieder eine Schrotflinte, deswegen wiegt die auch so viel. Ja, aber können wir mal probieren. Jetzt haben wir sie aufgewertet. Und da hätte ich zwar schon deutlich bessere Schrotflinten gehabt, die mehr Schaden gemacht haben. Rein von physischen her, aber die hatten keine so hohe Feuerrate. Naja, wir gucken mal. Wir können die ja mal probieren. Hat jetzt so erstmal keinen schlechten Eindruck hinterlassen bei mir. Kirsch ist das beste Buch, kommt mit Abstand. So, Amira, ich hoffe, die pennt noch nicht. Aber die Sonne dürfte gerade erst untergegangen sein. Und da ist sie vielleicht noch wach, schaut noch irgendwie ein, zwei Folgen über ihre Lieblingsserie. Die Cartwrights spenden seit Generationen an das Unterhaus. Wunder dich nicht, wenn du aus dem Gleichgewicht gerätst. Das liegt an der Schwerkraft. Merkt man aber nicht. So, ja, wegen der Spenden, ich habe da mit allen gesprochen. Und Raisha hat ihre Spende erhöht, deutlich erhöht, sehr deutlich. Sehr deutlich. Ich bin wirklich sprachlos. Ja, cool. Kein Wort von der Handelsaufsicht. Warum habe ich gefragt? Ja, ich glaube, dass jeder zu Empathie und Mitgefühl fähig ist. Aber Menschen wie Duncan lassen mich zweifeln. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich trete jetzt nicht nochmal bei ihm danach. Job ist Job. Ja, ich weiß echt nicht, wie du das Tag für Tag machen kannst. Manche Tage sind leichter als andere. Dank deiner Hilfe ist heute zum Beispiel ein Tag, der mir Kraft spendet, statt sie mir zu rauben. Und Sarah Filburn hat mir gesagt, wie du ihr geholfen hast.
Du hast gegen Ashtar gekämpft und hast mir nicht einmal davon erzählt? Ach. Du bist... Mir fehlen die Worte. Das ist doch nicht der Rede wert. Sarah Fildon hat mir diese Credits gegeben für deine Hilfe mit der Farm. Du hast es mehr als verdient. Munition habe ich bekommen. Eine Waffe haben wir bekommen. Ein Anzug? Sternenvagabund? Und angeblich hätten wir noch Credits erhalten. Na gut, stand da rechts oben jetzt nicht. Ja, das sollte aber an den Stretch gehen und nicht an mich. Die Credits stammen von den dankbaren Filburns. Und ich würde keinen einzigen annehmen. Sie gehören dir. Eines musst du noch tun. Wobei ich hoffe, dass es eher eine Belohnung ist. Das ist Teil der Intelliweed-Ernte. Bitte bring das zu Simone Jensen und ihrer Familie. Du sollst die Früchte deiner Arbeit sehen. Ah ja, jetzt hier 5000 Credits, okay. Genau, die Simone und die haben doch, glaube ich, eine Tochter, na und Mann. Genau, der steht hier rum. Die Tochter, die hat hier irgendwo im Dreck gespielt. Da ist er. Für Liv schlucke ich meinen Stolz herunter. Für genau, sie Liv tue ich alles. Liv Tyler Jansen. So, Frau Danke, Simone. Danke, dass du meinen Mann gerettet hast. Amira hat dich angekündigt. Durch diesen Weizen müssen wir nicht hungrig ins Bett. Ich weiß wirklich nicht, was meine Familie ohne Amira und, dich tun würde. Du weißt nicht, wie sehr uns das hilft. Ja, freut mich, sehr schön. Amira sorgt also stetig für die Lieferung? Ja, egal was ist, sie ist immer für uns da. Immer mit einem Lächeln und einem tröstenden Wort. Ich habe nie an Heilige geglaubt, bevor ich nach Aquila gekommen bin. Jetzt tue ich es. Das ist ja auch geil. Um die Nahrung zu euch zu schaffen, geht einiges hinter den Kulissen ab. Ja, das wird sie nicht großartig interessieren. Ist schon okay. Amira verdient allen Dank. Ich habe ihr nur mit Freude ein wenig unter die Arme gegriffen. Hier in Aquila ist es erstaunlich, wenn ganz normale Leute uns helfen. Im Namen meiner Familie, meiner Tochter, ich segne dich. Nochmal 5800 Credits und Level 49. Hat es eigentlich schon mal jemand geschafft, mit so einer hohen Spielzeit gerade mal, also wir sind jetzt bei etwas über 170 Stunden, gerade mal Level 49 zu sein. Das heißt, ich mache ungefähr alle etwas über 3 Stunden nur ein Level. Das ist, also ich vermute, es ist sehr wenig. Ich weiß noch, dass vor Wochen ich von euch immer mal Kommentare gelesen habe, als ich mal nachgefragt habe, welches Level ihr so seid. Da war schon Level 120 dabei, Level 80, 90, also alle, jeder Einzelne war im Level damals schon deutlich höher als ich. Da war ich irgendwas um die 30 oder so. Na, ist ja auch nichts, worauf es mir jetzt großartig ankommt. Uns drängt ja nichts, es wird ja nicht... Ich brauche die ja jetzt nicht so zwingend. Ich freue mich umso mehr, wenn wir wieder deinen Skillpunkt haben. Jetzt haben wir 2. Ich will ja hier runterkommen und zwar Schiffsbefehl. Genau, dass ich mehr Crewmitglieder einstellen kann, was später meine Schiffe ja noch besser macht. So. Und auch das hier könnte man dann mitnehmen. Zusätzliche Crewmitglieder für Außenposten, mehr Roboter, mehr Fracht links. Und die Extraktoren produzieren doppelt so schnell. Auch nicht schlecht. So, also. Plündern, da würde ich jetzt erstmal keinen weiteren Skillpunkt reinballern. Mehr Hilfs-Items aktuell nicht notwendig. Falls doch, würde ich sie einfach kaufen. Überzeugen. Bisher ging das sehr gut ohne. Gastronomie. Das würde ich echt gern machen. Handel wäre gut, da könnten wir 2 reingeben. Ich kann um 15% teurer verkaufen. Das Einzige, was ich da lese, ist, okay, der Händler, dem ich die Sachen verkaufe, hat schneller weniger Credits und ich muss wieder zum nächsten eiern. Aber okay, warum nicht? Also ne, 15% mehr Credits, das ist schon bei 100.000, hast du dann 15.000 mehr. Gar nicht so verkehrt. So, hier unten können wir noch nichts reingeben, weil mir noch ein Punkt fehlt. Dann könnte ich in die zweite Zeile rutschen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal
Was würde denn, Moment, was würde Dieb 2 machen? Taschendiebstahl um 10% erhöht. Okay, geht. Ich nehme jetzt hier einen Punkt bei Handel. Kaufe oder verkaufe 25 einzigartige Items, dann könnten wir auf Rang 2 gehen. So, jetzt können wir aber hier unten mal gucken. Täuschung. Ja gut, das interessiert mich echt nicht. Diplomatie. Ja, überzeugen und an Kämpfen hindern. Nee, einschüchtern ist genauso. Das ist eigentlich eine Sache, die ich gar nicht machen will. Isolation, das wäre, wenn wir alleine unterwegs wären. Aber ich habe ja immer gern einen Begleiter dabei. Das war früher anders. Bei Skyrim oder so, ich habe es gehasst, wenn ein Begleiter dabei war. Ich habe die immer abgestellt und bin alleine losgezogen. Auch bei Fallout 4 war ich da eher, oder bei Fallout 3, eher ein Freund, dann allein unterwegs zu sein. Mittlerweile hat sich ein bisschen geändert, weil ich dann doch die Interaktion, auch wenn die manchmal, gerade wenn die so immer wiederkehrende Sätze kommen, die ist schon relativ plump und eintönig manchmal. Aber trotzdem ist ganz cool, man ist dann nicht allein unterwegs. Vielleicht ist das, kommt das im Alter einfach, dass man doch gern jemanden an seiner Seite hätte. Egal wer, auch wenn es nur was, also nur Vasco, um Gottes Willen, nur ein Roboter ist. So, was haben wir hier noch? Verhandlungsgeschick. Du hast jetzt Zugang zu Bestechung in Überreden-Herausforderungen. Nee. Isolation. Also hier aus der Zeile möchte ich nichts, wirklich gar nichts machen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir warten, bis wir bei Handel den zweiten Punkt investieren können und dann, wie viele Punkte brauche ich? Wieder 4 Punkte, bis wir hier wenigstens hier unten hinkommen. Aufhetzen, das ist auch was, aufhetzen will ich nicht. Führung, das ist eigentlich ganz gut. Der zweite Punkt ist ganz geil, 50% mehr Traglast. Außenpostenverwaltung halt auch ganz geil. Da könnten wir alleine schon 4 Punkte investieren, um dann hier runter zu rutschen. Aber hier, oh. Das wäre halt eine Sache, ne, für so einen anderen Durchlauf, wenn man wirklich mal das, nur das komplette Arschloch spielen will und nur die dümmsten und unfreundlichsten Antwort irgendwie gibt oder Handlungen ausübt, so richtig, so ein richtiger Assi einfach, dann wäre das natürlich eine Geschichte, die ganz cool wäre, ne? Gerade Täuschung, Einschüchtern, Verhandlungsgeschick, Aufhetzen und solche Geschichten. Da wäre das wieder ganz cool, aber jetzt bei meinem Spielstil, den ich jetzt hier gerade habe, und so wie ich auch für mich selber spielen würde, möchte ich das eigentlich gar nicht. Deswegen warten wir erstmal mit dem zweiten Punkt, den wir jetzt noch übrig haben, und geben den dann später aus. So, wir könnten jetzt hier noch warten, aber wir machen einfach was anderes. Treibe die Schulden von kriminellen CEO ein, das ist für die Gelbank, ne? Ja, können wir machen, das ist aber noch recht neu. Was ist denn Sprengzone? Sprich mit Mr. Tate. Ach, hier unten auch im Stretch. Ah ja, okay. Beziehungsweise da hinten. Gut. Perfekt. Ja gut, wenn wir heute einmal hier in Aquila City sind, dann bleiben wir doch auch mal hier. Der arme Mr. Crowley. Die Gelbank-Filiale ist verflucht. Mein Anwesen im Kern wurde vom Bürgermeister und vom historischen Komitee genehmigt. Ach, nicht unbedingt notwendig, aber dafür kann man mit reinem Gewissen zuschlagen. Ach, ist das der Kerl mit der Quest für das Haus, was ich kaufen möchte? Den ich neulich mal ewig gesucht habe? Könnte sein, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das ist der. Erzähl mir mehr über das Apartment in Midtown. Ein unmöbliertes Einzimmer-Apartment, gut geschnitten, sehr praktisch gelegen, fußläufig von der Co-Plaza. Na, Interesse? 45.000? Aktuell erstmal nicht, wir sparen erstmal auf unser Schiff hin. Schade, aber falls du es dir anders überlegst, gib Bescheid. Das mache ich auf jeden Fall, ich habe aber dann noch was anderes. Warte mal, wir sind noch nicht fertig. Schön, dich wiederzusehen. Du bist vermutlich nicht hier, um ein Haus zu kaufen? Okay, ja, schön, dich kennenzulernen. Tschüss. Ach, eine Sache noch. Mein Instinkt sagt, du kannst mit deinen Händen arbeiten. Oder in diesem Fall mit schwerer Ausrüstung. Bist du mit Mining-Lasern vertraut? Oh ja,
Soll ich mich beleidigt oder geschmeichelt fühlen, sag mal? Hm? Alle in der Familie meiner ersten Frau waren meine. Starke Hände und Arme wie du. So viele Menschen im Stretch leben unter katastrophalen Bedingungen. Ich arbeite mit dem Unterhaus zusammen, um günstige Wohnungen bereitzustellen. Aber auf dem geplanten Grundstück muss harter Fels abgetragen werden. Aha, okay. Geht es hier um Hilfe für die Leute oder darum, dein Portemonnaie zu füllen? Hm? Ich hatte in Aquila City am Anfang absolut nichts, habe auch in so einem Loch gehaust. Das Unterhaus hat mir damals geholfen. Ich will mich revanchieren. Ich verlange zwar Miete, aber nicht mehr als ich muss. Okay. Okay. Ja, für die gute Sache werde ich mal ein paar Felsen zertrümmern gehen. Es ist wirklich die beste Sache. Naja, ich bin Wenn gespannt. Du das Land geräumt hast, können wir anfangen, das Leben vieler Menschen zu verbessern. Entferne die harten Felsen von Tate's Land. Gut, das mache ich. Mining Laser ist im Haus. Du bist bei der Vanguard, stimmt's? Ja. Danke für deine Dienste. Gern geschehen. Oh, wie geht's deinen Gelenken? Vorsicht. Könnten Splitter umherfliegen. Hoffentlich bist du keine UC-Drohne. Ja, letzte Folge, da habe ich irgendwie wieder was. Ich gebe es zu. Ich krieg manchmal nicht alles mit, was mir meine Begleiter sagen. Und da ging es um das Hochzeitsgeschenk von Andrea. Unter Umständen habe ich nicht alles korrekt interpretiert. Es wäre möglich, dass ich mal in einem Moment der Unachtsamkeit könnte für einen Kaffee glatt jemand nicht alle Informationen korrekt in meinem Kopf zusammentragen konnte. Das wäre eine Möglichkeit. Weil ich ja da gefragt hatte wegen diesem Hochzeitsgeschenk und dass ich dann als Varun-Fanatiker identifiziert werde bei der Security. Aber da gab's, ihr habt mir das geschrieben, irgendwas habe ich da verpeilt. Ja, gut. Aber es ist schön, ich find's echt beeindruckend. Erstens, dass euch das, gut, dass es euch auffällt, ja. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so die Schwierigkeit da dran. Aber mir dann noch in genauen Text zu schildern, warum, wieso und weshalb das anders ist oder wie es korrekt wäre. Das ist dann manchmal echt ganz cool. Weil, wie gesagt, manchmal, es ist einfach wirklich was anderes. Kann euch jeder erzählen, der Aufnahmen macht und das so irgendwo hochlädt. So wie man eine Aufnahme startet und selber noch die ganze Zeit labert. Ja, und das versucht noch irgendwie, auch wenn man normal spielen will, so ein bisschen Unterhaltung wenigstens mit reinzubringen. Es ist was anderes, als wenn man nur komplett für sich spielt und hundertprozentig aufs Spiel konzentriert. Ja, so ein bisschen Gehirnschmalz, von dem schon nicht so wahnsinnig viel da ist, gebe ich zu, nochmal abdriftet für die ganze Aufnahmegeschichte, bleibt manchmal doch die ein oder andere Information, die ich vom Spiel erhalte, ich bin der beste Makler unbeachtet. Der Stadt, in aller Bescheidenheit. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Hier die Klumpen, die habe ich weggesprengt. Wenn du einmal eine Immobilie kaufen willst, denk an mich, Mr. Tate. Ach so, was kam eigentlich die Villa im Kern? Erzähl mal. Das ist das schönste Objekt. Ja, ich ja, habe penibel. Ja, ja, es ist geräumig, schön. 78.000. Wundert mich nicht. Aber mach's. Die besorgen wir uns noch, die beiden. Schön, dich wiederzusehen. Also, du bist vermutlich nicht hier, um ein Haus zu kaufen? Doch, da komme ich später mal drauf zurück. Die sind wahnsinnig teuer. Kann man beide Gebäude in Aquila City kaufen? Weiß das jemand? Oder kann ich nur eins kaufen, dass wenn ich mich für eins entschieden habe, dass das andere dann wegfällt? Oder kann ich wirklich beide kaufen? Würde ich machen? Später, wenn wir dann wieder genug Geld haben. Hier. Die Felsen auf deinem Bauplatz sind weg. Wo auch immer er da in diesen kleinen, dreckigen Ecken was bauen möchte. Aber okay. Wunderbar. Der erste Schritt. Das muss ich Miss Wolf berichten. Es ist nicht viel, aber du hast es dir verdient. 5.800? Geil. Stark. So, ich muss mal gucken. 437.000. Bisschen geil bin ich schon drauf, das Schiff dann mal zu bauen mit der halben Million. Ich hoffe, das reicht. Wenn es nicht reicht, okay, dann breche ich es halt ab. Dann werde ich das ja sehen. Aber mal gucken. Vielleicht jetzt im Laufe der Woche, je nachdem, wie wir noch ein bisschen an Geld kommen. So.
Ach so, das war's jetzt erstmal. Vielleicht geht's da später nochmal weiter. Weiß ich noch nicht. So, jetzt hat er das wieder reingenommen. Mit den Schulden. Letzter Wille und Testament. Genau, Sahars Farm auf Aquila City. Da sollen wir das Testament holen. Das machen wir jetzt mal. Das vermutlich hier nicht in der Ecke. Da müssen wir doch mal ein paar Meter woanders hinfliegen. So, da kann ich mich dran erinnern, als wir die angenommen haben, dass auch wie alles andere, was wir hier machen, es ist schon eine Weile her. Solche Schönheit mitten im Nichts. Oh ja, jetzt hier unsere neue Waffe. Sprengkörper! Cool, gar nicht so. Ach so, das ist. Ah! Gott! Mann! Das tut jedes Mal ein bisschen weh! Andrea, hast du sich selber. Wo ist denn jetzt mein. Hier. Also sich selber ein bisschen in Brand gesteckt. Feuer und Flamme. Gefällt mir, aber doch nicht hier draußen. Vor den Tieren. Ey, Shangron. Ach so. Hier, für dich. Gott. Oh, die war gut. Alter, voll unter das Vieh geflogen, aber ich glaube, die ist noch weiter gerollt. Nährstoff. Körperflüssigkeiten. Oh, yay. Yeah. So, liegen wieder Knochen drin. Ah, gefällt mir, ja, es ist eine. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, Medipack. Ach ja, stimmt, pass mal auf, wir hatten doch vorhin, fällt mir gerade ein, noch so ein Outfit bekommen. Nee, Quatsch, ein Anzug. Hier, den Sternenvagabund. Ja, dieses. Es sieht ein bisschen aus wie einmal komplett voll gemacht. Naja, gut. Wir rennen übrigens immer noch mit dem Mantis-Anzug durch die Gegend. Graviplas Söldnerhelm. Okay. Ach ja, das waren ja die mit diesem eigenartigen geformten Schnabel. Halt. Ich wollte Licht anmachen. Ja, also das mit der Tür und so, ne, dass da mal die Items letzte Folge da irgendwie durch die Gegend geeiert sind. Gott sei Dank. Es war wahrscheinlich eine einmalige Sache. So, da ist das Testament. Die 68 Credits. Oh, da liegt noch mehr rum. Perfekt. Jeden Credit können wir gebrauchen. Desto früher kann ich an unserem Schiff bauen. Aber heißt nicht, dass ich trotzdem jeden Scheiß mitnehme. Da bin ich dann doch noch lieber am Sortieren und am Abwägen, was sich denn für mich lohnt, da mitzunehmen. So, keiner. Das darf doch nicht wahr sein. Sag mal, die essen alle keine Kartoffeln hier. Alles irgendwelche Sündmiet und keine Ahnung. Und wer packt denn den Kaffee in den Kühlschrank? Mann. Okay. Vielleicht ist es ein Eiskaffee. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Goldene Teller. Ich habe davon nur ein zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht. Aber so können wir wenigstens, wenn dann mal später die Party steigt, da kann ich das gute Geschirr und das gute Besteck und alles rausholen. Dann müsst ihr nicht von unserem Papp-Asietten essen. So, das war's schon. Gift. Was fehlt hier eigentlich noch? Diese eine Pflanze fehlt uns noch und drei Tiere. So, jetzt wollte ich doch nochmal gucken. Hat Aquila City, Aquila hat das Wasser, ja? Ah ja, Ozean. Okay, dann gibt es hier bestimmt dann nochmal am Ozean das eine Tier. Wenn mich nicht täuscht, hatten wir das sogar schon mal entdeckt und gefunden. Ah, guck mal, alter Schwede. Okay, das ist aber mega geil. Dass der Planet da sogar noch ein bisschen angeleuchtet wird. Vom Schein des Sterns. Das ist ein bisschen wie ein. Ja, okay. Mond. Sind wir der. Ne, warte mal. Das ist doch der Mond. Wir sind ja Aquila. Selber ist der Planet. Und dann ist vielleicht das hier hinten Bindi oder. Kodos? Waren wir schon mal auf Bindi? Nee, ne? Der ist karg? Kodos? Der müsste das sein. Ja, guck mal.
Da waren wir schon mal. Zumindest habe ich hier einen Landeplatz. Und den sehen wir gerade da oben. Auch schön. Wie geil wäre das? Ey, stellt euch mal vor, die Erde hätte einen Mond, der so wäre wie die Erde. Und man hätte jetzt noch keine Raumfahrttechnik und sowas. Und auf der anderen Monderde, wovon vielleicht die Monderde denkt, dass unsere Erde die Monderde ist, leben gleichzeitig verschiedene Menschen. Oder intelligente Lebewesen. Sag was mal lieber so. Muss ja nicht zwingend ein Mensch sein. Wie abgefahren wäre das denn? Ja, und dann wahrscheinlich, je nachdem, welche der Zivilisation als erstes die Raumfahrt für sich entdeckt, hat die andere automatisch verloren. Ich glaube, da ist dann nichts mit Anfreunden und so, sondern naja, wie es dann immer so ist. Eigentlich erbärmlich, aber naja. Oh, der hat auch schon bessere Tage hinter sich, ey. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus hier, der Generator. Liegt hier denn noch was rum, oder? Nö. Dann können wir auch wieder zurück. Nach Aquila City. Ach, hier. Das war mit dieser, ich weiß nicht mal, wie die Wurzel hieß. Woraus sich dann die Xenoraupen da irgendwie als erstaunlich, dass Terror-Morph die tödlichen Raubtiere die ersten Siedler nicht haben. Abgeschreckt haben. Der Mensch kann so stur sein. Optional, besprich Sahars Testament mit Frank Langston. Achso, warte mal, kann ich in das Testament reinschauen? Im wichtigsten Teil dieses umfangreichen Schriftstücks bestimmt sie Blake Aldwell oder Aldwell als ihren Haupterben. Anscheinend war er das uneheliche Kind von einem ihrer Söhne. Dann würde ich erstmal das Optionale machen. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pisser triffst. Führen sich Ist das da optional? Ja, okay. Gut. Dann gehen wir erst dorthin. Zu diesem Herr Längsten. Gibt's, spielt ihr eigentlich immer noch Starfield? Gibt es da noch Leute bei euch? Oder bin ich hier in unserem kleinen Kreis so der Einzige, der das immer noch regelmäßig anwirft? Oder zockt ihr das immer mal noch? Ich merke nur, je länger ich das hier spiele, desto mehr habe ich Bock, die älteren Bethesda-Spiele auch nochmal so anzugehen, wie ich es hier mache, mir einfach Zeit zu nehmen, so das zu machen, wie ich gerade Bock habe und alles mir genau anzuschauen. Das hatte ich nicht so bei den anderen Titeln gemacht, da war ich irgendwie hektischer unterwegs. Aber das ist erst so eine Sache gewesen, die in den letzten wenigen Jahren erst wieder gekommen ist, dass ich mir einfach für die Zeit und die Ruhe nehme, hier alles schön entspannt zu genießen. So, da unten ist er. Guten Tag, mir hallo. Ist Aggies tausendmal lieber als der Turm. Wer will sich schon unter lauter Rangern besaufen? Richtig. Da lasse ich mich lieber von der frustrierten Aggie weit außerhalb ihrer besten Jahre beschimpfen, wenn ich dort was zu essen bestelle und zu trinken. Die Stadt hat keine Zukunft, wenn alle in der Vergangenheit leben. Spar dir dein Geschimpfe, dass ich ein Haus im Kern gekauft habe. Mir ist eure Meinung einfach scheißegal. Ruhig, Freundchen. Es geht um das Testament von Sahar Hasanov. Bitte wer? Moment. Hasanov. Die Familie, der dieses Anwesen gehört hat? So. Scheiße. Elias Cartwright. Der hatte mich schon immer auf dem Kieker. Meine Credits sind nicht weniger wert als andere. Ich habe einen Vorschlag. 10.000 Credits und ich nehme dir das angebliche Testament ab. Ganz ohne Fragen. Nein. Auch wenn die Credits, ich sehe sie schon aus seiner Tasche, Linsen, schon nicht schlecht. Schon echt nicht schlecht. Aber ich denke,
der richtige Erbe sollte schon davon erfahren. Auch wenn ich und der Kerl vor uns im echten Leben, wir teilen uns dieselbe Frisur, die gleiche Frisur, den gleichen Bart. Also praktisch wie mein Ingame-Charakter, der sieht doch auch so aus. Oh Mann. Sind wir fertig? Nee, noch nicht. Ich behalte das. Pech gehabt. Wie du willst. Aber Elias Cartwright und die anderen Snobs aus dem Kern bieten dir garantiert nichts Vergleichbares. Mir geht's ja nicht ums Bieten, Herr Frank, sondern um Gerechtigkeit. Wir haben auch noch nie gelogen im Spiel, sowas machen wir ja nicht. Wir müssen irgendwann mal wieder zu Ve Victis zurück. Wir als seine kleine Bitch müssen wir für ihn auch nochmal die ganzen Aufträge machen. Da freut er sich bestimmt, wenn er uns wieder richtig schön verarschen kann. Ich könnte ihm immer noch das Testament geben. Nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wir mit diesem Elias Card-Ding jetzt bequatscht haben. Cartman. Aber ich möchte eher zu ihm. Gehe nach Sonnenuntergang, bloß nie hinter die Mauer. Nachts sind Ashtar aggressiver. Manche Xenoräuber können andere Tiere imitieren. Seht ihr das? Gleicher Bart, gleiche Frisur. wie aus dem Gesicht geschnitten. Oder aus dem Haar. Weiß ich nicht. So, da oben ist er. Der war ja eigentlich ganz... Ah ja, er ist das. Ach ja, das stimmt. Hart, der ja auch hier spendet und so. Ja, Familie Längsten gerade. Das sind echt nicht die nettesten Leute gewesen. Die sind wirklich ein bisschen... Ich meine, gut, wenn er das dann mit seinen Credits erworben hat, aber das ist ja jetzt nicht mein Problem. So, Zaha war am Ende so traurig. Aber ihr Anwalt hat sie sicher ein Testament aufsetzen lassen. Wie gesagt, sei vorsichtig. Vergiss lieber die ganze Hasanov-Sache, bevor dir noch was zustößt. Ja, nee, ist okay. Ich habe das Testament und sie hat alles einem unehrlichen Hasanov hinterlassen. Blake Atwell. Du hast es gefunden. Wunderbar. Aber Blake Aldwell? Doch, Aldwell, wusste ich's doch. Es gab mal einen Blake. Hm. Vielleicht können wir ihn oder seine Familie aufspüren. Ich setze meinen Anwalt darauf an. Längsten wird Augen machen. Und vielleicht bringen wir einen Hasanov zurück in den Kern. Oh, das hatte mich gerade verwirrt. Im Testament stand Aldwell oder Aldwell, keine Ahnung. Jetzt hier gerade in der Antwort stand nur Atwell und er sagt wieder Aldwell. Hm, okay, also doch mit L. ich denke nicht, dass Frank das so einfach hinnimmt. Die Vermutung habe ich auch. Jetzt kommt der Teil, wo ich bezahlt werde. Ja. Ja, ich bin froh, dass wir das Richtige für die Hasanovs tun. Genau das. Sie waren Mitbegründer des Freestar Collective. Wenn es noch lebende Erben gibt. Das ist mehr, als ich mir erhofft hatte. Hier, deine Belohnung. Du hast der Stadt einen großen Dienst erwiesen. 2.500 Credits, 100 EP. Ah, ich hab gehofft, die geht noch weiter, die Aufgabe. Dass wir jetzt diesen Erben da irgendwie ausfindig machen können. So, was hätten wir denn noch? Betritt das Schiff. Das ist bei Cydonia, okay. Offene Fragen? Camps geschmuggelt? Was ist das hier? Für Piraten. Ort verlassene Mine. Kumasi 8a im Kumasi-System. Okay. Ah ja, die Slate der Disciples, genau. Ist das in Neon gewesen? Ja. Ja, naja, okay. Also, dass die Disciples dort sind, ja, wusste ich, aber sprich mit dem Warlord oder töte den Warlord. Das können wir eigentlich mal machen. Ist der auch in Neon? Nähchen, ja. Was? Neon, suche entlang seiner Route nach dem Kurier. So, wo ist das hier?
Agarin Landing, okay. Das ist dieser Mac-Friedhof, das war auch ganz geil. Als Miner kann man immer ein paar Credits verdienen, auch wenn sie kaum zum Überleben reichen. Ha. Stimmt hier auf Gagarin. Hier wüsste ich zum Beispiel nicht. Gibt es hier eigentlich eine Handelsaufsicht? Wo ich hier Sachen verkaufen kann. Sag sie naiv. Willst du mir irgendwas melden? Bleib einfach sauber. Ja, wir hatten hier schon mal mit allen gesprochen. Oh. Moment. Ich dachte, der ist wieder oberhalb, weil hier fehlt ein Tisch. Entweder das Teil steht nicht richtig, aber ich vermute, hier fehlt ein Tisch. Das ist Reliant Medical. Könnte man hier Sachen verkaufen? Macht nicht viel her, aber bei mir kann man fast alles ein. Ah, ist nicht die hübscheste. Ah, der hat auch nur 5000. Hat sogar Waffen. Das ist auch wieder so eine Schotti. Schon ewig keine Ausrüstung mehr getauscht, ne? Was so Helm oder Rucksack angeht. Aber es gibt auch irgendwie selten Sachen, die dann von epischer oder legendärer Qualität sind. Was ja eigentlich ganz gut ist. Bohrgerät Aldomit. Kaufe ich mal. Haben wir noch irgendwas selten? Ytterbium? Ja. Ach komm, was soll's, die kosten nicht viel. Ich nehme die einfach alle mit. Holzente haben wir, Messer haben wir, Messschieber, der fehlt noch zu Hause. Macht aber nichts, denn ich glaube, der ist auf einer dieser Werkbänke standardmäßig schon mit drauf. So, okay. Ich erinnere mich noch, wie brandneue Max auf die Schiffe rollt. Centauri Mills, was war das denn? Ach, hier. Das waren diese Forscher. Kurier 8148 entdeckt. Fehler. Du hast an diesem Lieferpunkt bereits eingecheckt. Bitte Standardroute fortsetzen. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wodurch die Quest ausgelöst wurde. Du willst raus oder aus der Stadt? Mit wem wir da gequatscht haben. Check-in akzeptiert. Du bist zu spät, Kurier. Bitte Lieferung abschließen und Route fortsetzen. Das klingt ein bisschen so, als ob ich das hätte machen müssen, als wir die Quest bekommen haben. Aber gut. Es gibt immer mehr Graffiti mit aggressiven Slogans. Sehr passend, dass die ersten Menschen im All hier. Oh. Oh. Hat wohl niemand gerechnet. Nachsehen Leeres lohnt sich Express-Paket. Immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Akzeptiert. Bitte Route fortsetzen, Kurier. Sprich mit Helena über das Paket. Ja. Ach, hier unten sind noch so Wohnungen oder was? Ja, irgendwelche Unterkünfte, ja, aber so richtige Wohnungen sind das nicht. Er absteigen. Helena, war das die Medizinerin? Da oben? Nee. Oder doch? Sie haben keine Autorisierung, diese Einheit zu befehligen. Danke für Ihr Verständnis. Hallöchen. Na endlich. Hast du den Kurier gefunden?
Und vor allem auch mein Paket. Ja, rein technisch hast du nach dem Paket gefragt und nicht mit dem Inhalt. Ich kann also liefern. Hier. Ja, nee, folgendes. Der Kurier, der ist leider tot und was auch immer in dem Paket war, ist weg. Mein Gott, tot? Tja, das erklärt, warum mein Mitarbeiter Mr. Maximoff so plötzlich verschwunden ist. Hm. Und warum der Peilsender an seinem Schiff den Planeten verlassen hat. Hier, deine Bezahlung fürs Finden des Kuriers. Du hast ganz schön was auf dem Kasten, ermittlungstechnisch. Wärst du so nett, Mr. Maximoff für mich aufzuspüren? Vielleicht weiß er ja, wohin unsere Daten verschwunden sind. Findest du nicht, dass das eher ein Job für die UC Security ist? Oh, ich informiere die UC Security. Aber die ist nicht für schnelle Ergebnisse bekannt. Es muss jemand Mr. Maximoff finden und mein Paket zurückbeschaffen. Und zwar schnell. Kannst du das übernehmen? Und warum genau hast du einen Peilsender am Schiff deines Mitarbeiters angebracht? Mr. Maximoff ist vielleicht immer noch einer unserer ehrgeizigsten jungen Mitarbeiter. Er ist uns wichtig. Würde er etwas Unüberlegtes tun und sich mit Reliance vertraulichen Daten davon machen, wäre es unsere Pflicht, davon zu erfahren. Daher der Peilsender. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir hilfst, das herauszufinden. Okay, betrachte ihn als so gut wie gefunden. Ausgezeichnet. Mr. Maximoff, Bonifaz, scheint auf einer anderen Welt hier in Alpha Centauri gelandet zu sein. Holly. Flieg hin und finde heraus, was er über unseren Kurier und unsere verschwundenen Daten weiß. Holly, okay. Was hat's eigentlich immer mit den 5800 Credits auf sich? Das sind selten runde Beträge. Das sind immer so 5800, 11800 Credits. Warum nicht 6.000 oder 12.000 oder von mir aus auch abgerundet oder irgendwas? Aber es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. So, Harley. Ja, gut. Da. Ein Mond von Olivas. Gut. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.